Guten Morgen, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Ich kann heute ein bisschen lauter sprechen, weil hier habe ich so eine Parzelle als Zelter und um mich herum sind die da im Wohnwagen. Ja, hier ist es noch sehr ruhig auf dem Campingplatz. Wir haben jetzt, ich denke, so 7:30 und heute fahren wir dann, es sind so 52, 54 Kilometer wieder nach Salzwedel. Durch den Naturpark Elbhöhe Wendland. Es sieht sehr gut aus, mal schauen. Das Wetter, naja, es hat gestern noch ein paar Mal geregnet. Es ist jetzt bedeckt und hat auch heute Morgen Nebel gehabt. Schauen wir mal, was jetzt auf der Strecke ist. Regen wird es wohl erstmal nicht geben. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich denke, wir greifen jetzt an. Jetzt fahren wir raus aus Dannenberg und fahren jetzt hier gleich rechts, ist ein Radweg, kurz neben einer Bundesstraße lang oder Kreisstraße. Ja, wie ihr seht, es ist ziemlich neblig. Sie haben 14 Grad. Es soll noch so bleiben bis vielleicht 10 Uhr oder so. Mal schauen. Ich hätte jetzt gerade mal interessiert, jetzt wo ich das durch dieses Wendland fahre, den ganzen Tag eigentlich, glaube ich, fast den ganzen Tag, was das hier für eine Region ist. Und zwar habe ich jetzt gelesen, vor über 30 Jahren war das hier der östlichste Punkt der Bundesrepublik Deutschland. Das haben die auch das Ende der Welt, also der westlichen Welt damals wohl auch genannt, weil das von drei DDR-Grenzen, Landesgrenzen umgeben ist. Aber fruchtbar scheint das hier auch zu sein, ne? Man so sieht, die ganzen Äcker. Schöner Boden. Ja, und neblig. Noch, schauen wir mal. Es wird sich vielleicht doch noch ändern. Ich glaube schon, laut meiner Wetter-App. Ja, dann fahren wir jetzt durch den Naturpark Wendland-Elbhöhen. Fast wie gesagt die ganze Zeit. Was mir heute Morgen auch richtig aufgefallen ist, das waren die Vögel. Das war der Wahnsinn, was da abging heute Morgen. Also Vogelstimmen, die ich schon, ich weiß auch nicht, so lange nicht mehr so gehört habe. Und im Zelt ist das natürlich toll. Da hörst du das alles richtig klar und richtig schön. Und der in Gato, der Campingbetreiber, hat mir erzählt, dass nach Gato Ornithologen aus Holland in 2-3 Wochen hinfahren, weil eben da die Vogelwelt noch so üppig ist. Da können die das fast vom Zeltplatz teilweise registrieren und aufnehmen. Ja, das ist mir schon auch aufgefallen. Da ist das erste offizielle Schild für heute. Lübeln, 15 Kilometer, Brese im Bruche. Jawohl. Ja, wir fahren jetzt durch keine großen Städte, ne? Das geht jetzt immer durch kleine Ortschaften. Und wir fahren jetzt weiter hier lang.
Jetzt sind wir in Tuschau, auch so ein nettes kleines Dörfchen, und fahren ja weiter Richtung Eutokamitz. Ja, Wetter bleibt wohl bedeckt, aber wir haben jetzt 14 Grad, das geht, alles gut. Nee, da sind auch schöne alte Wendlandhäuser. Toll. Ja, raus aus Tuschau ist sogar eine 7% Steigung. Jetzt sind es 8. Ich zeige es euch. Ja, ich weiß nicht, seht ihr das? Ich denke ja. Boah. Ich glaube, heute sind. Ich habe jetzt noch 34 Kilometer zu fahren und Resthöhe von 80 noch. Ich glaube, ich hatte heute nur 120 auf der gesamten über 50 Kilometer Strecke. Ist richtig schön. Ach, jetzt sind wir wieder auf einer anderen Höhe. Ich guck mal. Ja, wir sind jetzt auf 45 Meter Höhe. Hm. 23 sind wir heute Morgen gestartet. Ja, jetzt sind wir hier in Teichlosen und fahren weiter nach links weg. Salan. Ja, ja, das ist aber jetzt mal ein Feldwegabschnitt zum Abgewöhnen. Boah, ziemlich starke Verwurzelung hier unter der Fahrbahndecke. Da vorne ist eine Weggabelung und da müssen wir dann rechts. Genau, Lübeln. Beutow, 7,2 Kilometer. Das ist richtig. Oh, da liegt schon wieder so ein kleines Dorf vor uns. Da steht Beutow. Stadt Lüchow sind wir jetzt schon. Landkreis immer noch Lüchow-Dannenberg, ja.
Es ist jetzt schon dieser zweite Stellplatz dieser Art. Ich glaube, da vergeben manche Bauern oder so ihr Land und kommen dann da mit dem Wohnmobil hin. Das habe ich vorhin schon mal gesehen an so einem Bauernhof. Jetzt fahren wir in Küsten ein und da ist wieder an so einem Hof oder Gelände was für Stellplätze für Wohnmobile. Das habe ich vorhin auch schon wieder gesehen. Also das ist hier anscheinend recht häufig. Ja, wir haben jetzt auf der Uhr 27,7 Kilometer, verbleiben noch 25 und sind bei 14 Grad jetzt angekommen, Temperatur. Aber Jacke kann ich nicht ausziehen. So, jetzt fahren wir hier in Küsten links Richtung Lüchow. Lüchow-Lübeln. Ah. Jetzt haben wir für heute die erste Schotterpiste. Ist jetzt zwar alles schön asphaltiert, aber man kann hier gut fahren. Also ich denke, das wird sich hier heute nicht mehr aufklaren. Es soll ja noch mal regnen am Mittag. Ja, aber es ist windstill, also nur ganz leichter Wind, sehr gut zu fahren alles. Wunderbar. Jetzt fahren wir nach Lübeln rein. Hier rechts auf dem Hof ist so ein Flohmarkt. Ja, gucken wir uns das Dörfchen mal an. Schild von für uns. Oh. Jetzt geht es von Lüben aus nach Lüchow. Lüneburger Heideradweg, Hanse-Wendland-Radweg, Wendland-Tor, Rundlingstor, alles dabei. Jetzt gucke ich mal. Ne, da hinten gibt es noch nichts zu essen. Ne? Oh, das wäre jetzt gut. Ich werde jetzt hier noch mal in Ruhe gucken. Jetzt hier in Lübeln, das war jetzt mal richtig nett. Konnte man sich hinsetzen, habe ich was gegessen. Doch, netter, ganz kleiner Ort eben mit diesen Wendlandhäusern. Richtig schön. Das ist, glaube ich, gar kein richtiger Ort, hatte ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt geht es weiter nach Lüchow. Das ist wirklich jetzt mal die größere Stadt, glaube ich, jetzt auf dieser Tour. Aber das Kreuzen, da fahren wir nur unten dran vorbei. Aber mal sehen. Vielleicht lohnt es sich ja reinzufahren. Mal schauen. Jetzt fahren wir in Lüchow ein und ich habe jetzt schon gemerkt, da sind doch jetzt einige Radlfahrer unterwegs in verschiedenen Richtungen. Oh, da ist eine Tanke. Da könnte ich mich noch mal ein bisschen versorgen, weil da hinten, da gab es nichts, da gab es nur Sauerteigbrot, ein ganzes Riesenstück, was konnte ich jetzt ja auch nicht irgendwas mit anfangen. Gucke ich mal da an der Tanke. Das war jetzt eine erfolgreiche Aktion. Konnte an der Tanke mich jetzt ein bisschen versorgen, auch für die Rückfahrt gleich.
Wir haben es jetzt noch 19 Kilometer bis Salzwedel. Jetzt fahre ich gerade noch durch Lüchow, da fahren wir so am Rand vorbei. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt hinter Lüchow geht es ein bisschen hier an dieser Landesstraße lang. Und jetzt fahren wir aber hier in Jetzel links wieder weg. Weg von der Straße. So, Jetzel. Hier rein. Hier in Jetzel ist jetzt der erste Hinweis wieder auf Salzwedel. Noch 16 Kilometer. Da geht es hier links um die Ecke. Jetzt sind wir auf eine Fahrradstraße gelandet. Prima. Dann nutzen wir doch jetzt mal schön die Breite ein bisschen aus. Es sieht hier noch recht neu alles aus. Toll. Es ist hinter Lüchow. Das geht hier eine ganze Zeit so. Ich glaube, die haben hier einfach eine Landstraße hier als Fahrradstraße umgebaut. Oder unbezeichnet. Toll. Da rechts bei den Büschen fließt die Jetzel. Das habe ich vorhin gefilmt. Das ist auch so ein Flüsschen hier. Das ist mir schon am Anfang meiner Tour mal begegnet. Da unten kommen schon Radlfahrer. Ach, toll. Also die geht jetzt bestimmt 2 Kilometer oder 3. Ganz toll. So, da ist wieder ein Schild. Ja, jetzt sind wir gerade mal 2-3 Kilometer gefahren. Kommen aus Lübeln, wo diese schönen Wendlandhäuser sind. Lüchow, Jetzel waren wir und ja, jetzt kommt das erst nächste ist Wustrow. Wir fahren schön weiter hier auf der herrlichen Fahrradstraße. Jetzt habe ich auch mal recherchiert, weil mir kommt ständig die Hinweise auf Rundlinge. Und jetzt wusste ich immer gar nicht, was das ist. Jetzt habe ich mal geguckt, weil es mich jetzt doch mal interessiert hat. Und zwar hier im Wendland gibt es noch diese Rundlingsdörfer. Die wurden früher die Höfe eben um eine, meist sogar um eine Eiche gebaut und dann eben in einer Kreisform. Das war ja vorhin in Lüben auch. Lübeln auch so schön im Kreis gebaut. Und da war auch eine Eiche. Ja, dann weiß ich das jetzt auch. Hier steht sogar ganz wie bei Asterix und Obelix früher. Ja, weil jetzt hatte ich nämlich gerade schon wieder ein Schild, wo steht, wo Rundlingstour stand. Ja, jetzt habe ich mal geguckt. Da haben wir wieder die Jetze. Jetzt fahren wir nach Wustrow ein. Ja, es ist hier eine ziemlich lange Gerade. Wir haben noch 17 verbleibende Höhenmeter abzufahren, sind auf einer Höhe von 16 Metern und fahren Richtung Südosten. Erstmal. Ja, aber es macht heute nicht mehr auf hier. Ganz kleine Fitzelchen blauen Himmel sieht man. Aber ich bin jetzt todesmutig und habe meine Weste angezogen. Das geht schon. Ja, bis Salzwedel haben wir jetzt noch 8 Kilometer. Da habe ich schon drauf gewartet. Jetzt sind wir nämlich wieder gleich im Altmarkkreis Salzwedel. Da hinten sieht man noch einen Grenzturm. Jetzt verlassen wir das Wendland. Jetzt geht es noch 3 Kilometer hier
bis nach Salzwedel und ich fahre jetzt die ganze Zeit an der Bundesstraße lang. Ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber naja. Wir sind jetzt hier auch, glaube ich, wieder auf dem Iron Curtain Trail. Da sind mir schon einige Radreisende wieder entgegengekommen. Jetzt fahren wir nach Salzwedel rein. So, jetzt sind es nur noch 1,5 Kilometer bis zu dem Parkplatz, wo ich stehe. Da melde ich mich dann noch mal. Jetzt bin ich doch noch kurz, bevor ich ja auf den Parkplatz gekommen bin, noch durch leicht an so einem Scherbenhaufen vorbeigefahren. Mal gucken, ob sich da mal so ein schleichender Plattfuß ergibt. Naja, es war jetzt ja zum Ende, Gott sei Dank. Ja, es waren heute 54 Kilometer. Interessant fand ich eben diese Wendlandhäuser, diese Runddörfer auch, wo ich heute durchgekommen bin. Hätte ich das früher gewusst, aber ja, habe mich jetzt erst informiert, was das war. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, winke, winke.